أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. Wenn jetzt jemand Alkohol trinkt, wissen wir, dass sein Gebet nicht angenommen wird. Muss er dann überhaupt noch beten? Wenn jemand Alkohol trinkt, dann wissen wir, dass seine Gebete nicht angenommen werden. Ist es dann überhaupt noch verpflichtend für ihn, dass er die Gebete verrichtet? Der Prophet Muhammad SAW sagte, man sharib al-khamr, derjenige, der was trinkt, den Alkohol. Und wallahi, das ist keine Kleinigkeit, wie manche Leute denken. Denn das Trinken des Alkohols bewirkt, dass du Yawmul Qiyama als Götzendiener auferstehst. So sagte der Prophet Muhammad SAW in einer Überlieferung von Ibn Hibban. Er sagte, Mudminul Khamr ka'abidil Wathan. Derjenige, der alkoholabhängig war, er steht Yawmul Qiyama auf wie ein Götzendiener. Möge Allah Azzawajal uns bewahren. Man sharib al-khamr wa sakir, und er wird betrunken, lam tuqbal lahu salatun 40 sabaha. So werden von ihm die Gebete 40 Tage, in einer anderen Überlieferung bei Ibn Majah, 40 Tage und Nächte nicht angenommen. Subhanallah. 40 Tage und Nächte wird sein Gebet nicht angenommen? Nein. وَمَنْ مَاتَ عَلَى هَذَا دَخَلَ النَّارِ. Und wer so stirbt in den Zustand, so wird er in das Höllenfeuer hereingehen, sagte Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ. Aber wenn er bereut, so wird Allah azzawajal seine Reue annehmen. Hast du das verstanden, O Diener Allahs? Wenn man Alkohol trinkt, dann werden die Gebete 40 Tage und Nächte nicht angenommen. 40 Tage und Nächte nicht angenommen. Das bedeutet hier, der Lohn wird dir nicht gut geschrieben, wie Imam Nawawi rahimahullah ta'ala sagte. Du bekommst keinen Lohn dafür, aber verpflichtet bist du trotzdem, diese Gebete zu tun. Mafhum? Du bist trotzdem verpflichtet, diese Gebete zu machen, aber du wirst keinen Lohn bekommen. Und das ist eine üble Sünde, liebe Geschwister. Und ich weiß, dass viele Geschwister dieses Walayadu Billah praktizieren, dass sie den Alkohol trinken. Und ich sage euch nur eine Sache. Viele denken, dass sie mit dem Alkohol ihre Sorgen verdrängen können. Sie sollen aber wissen, jetzt haben sie eine der gewaltigsten Sorgen, dass sie noch abhängig geworden sind. Und diese Abhängigkeit ist gewaltiger als all ihre Sorgen, die sie vorher hatten. Möge Allah unsere Geschwister nicht leiden.